Warum sollte Zay auf der Corvus bleiben? Sie hat gute Arbeit auf Atula geleistet. Wir könnten sie hier gebrauchen. Gleb gehört zu einem Teil meines Lebens, den ich gern vergessen würde. Zay darf meine Vergangenheit kennen, aber sie soll ihr nicht ins Gesicht schauen müssen. Das verstehe ich. Immerhin schneit es. Sehr hübsch. Das ist kein Schnee. Das sind atmosphärische Rückstände von der Operation Asche. Die Reste einer Stadt, die seit Jahrzehnten tot ist. Weißt du was? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Aiden, sieh mal. Was ist das für ein Licht? Die erste Ordnung. Sie muss es sein. Was haben sie getan? Los jetzt. Wenn wir Gleb finden, wissen wir auch, was mit Dell ist. Danach kannst du zurück zum Widerstand und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Ich habe gehört, hier leben noch Leute. Ich dachte, Gleb hätte Vardos zusammen mit dem Imperium aufgegeben. Ein Irrtum. Das ist Gleb. Das war Gleb. Husk. Waffen runter. Das Protektorat war leider nicht länger nützlich für Projekt Wiederbelebung und die Erste Ordnung. Projekt Wiederbelebung? Kindesentführung? Rettung? Daraus eine Armee zu schmieden, wie sie die Galaxis nie gesehen hat. Der Senat wird das keinesfalls dulden. Der Senat und der Rest des Hosnien-Systems sind nur noch Asche. Am Himmel die roten Lichter. Wunderschön, nicht wahr? Die Republik war jahrzehntelang nur untätig. Und wir haben Vorbereitung getroffen. Für diesen Tag. Siehst du, Aiden, ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich heute, ausgerechnet heute, endlich hier bei dir bin. An dem Ort, wo du mir alles genommen hast, ja, den Trupp, meine Familie. Und ich habe lange darauf gewartet, mich zu revanchieren. Zuerst Dell? Ja, es stimmt. Und jetzt? Findet raus, was ihr über den Widerstand wissen und brennt die Stadt nieder. Ich musste in deiner Galaxis leben, Aiden. Wird Zeit, dass du in meiner lebst.
Senator Sicherheit bekämpft die Erste Ordnung? Sie verteidigen Vardos und sich selbst. Das heißt nicht, dass die Senator Sicherheit auf unserer Seite ist. Dann sollten wir das ausnutzen. Vorwärts! Scan die Gegend. Sie sind uns im Weg. Ausschalten. Dio, finde ein Kommunikationsrelais. Wir scannen die Stadt nach Rettungssignalen. Zum Relais durchbrechen. Feindlicher Offizier! Thank you.
Du bist dran. Theo, scan die Stadt nach Rettungssignalen. Verstärkung, untere Ebene! Achtung, Soldat! Schalten Sie aus. Jeden Einzelnen. Schon gut. Sie ist hier irgendwo. Wir müssen sie nur finden. Hm.
an uns. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die Rettungskapsel öffnen. Gute Idee. Ray darf nicht verletzt werden. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die Rettungskapsel öffnen. Gute Idee. Ray darf nicht verletzt werden. Das ist ein schwerer Schütze. Scan läuft. Keine Sorge. Sei es klug und stark. Wir finden sie. Ein drittes Signal! Das muss Sei sein! Sie lebt, Schrift. Und sie ist allein. Wir folgen dem Signal. Thank you.
zu sagen, wer gewinnt. Zuerst einmal müssen wir Zay finden. Nein, aber der Sender ist in der Nähe. Sie muss ihn mitgenommen haben. Der Rückzug der Ersten Ordnung ist nur ein taktisches Manöver. Die Jinata-Sicherheit geht unter. Kommen wir hin. Und ich sehe eine Menge nützlicher Ausrüstung in der Nähe. Wir rüsten uns aus und gehen zu deiner Kleinen. Ein Shuttle. Noch mehr Sturmtruppen. Suche nach Gegnern. Scan.
Alles okay? Nein. Liebling. Dein Vater ist tot. Was? Das mit Bleb war ein Irrtum. Hask hat deinen Vater getötet. Hask ist noch am Leben? Ja. Aber nicht mehr lange. Wir gehen an Bord des Sternzerstörers und erledigen ihn. Aiden! Willst du Hask etwa verfolgen? Beeilung, sonst entkommt er! Mom, stopp! Der Tod dieses Mannes ändert nicht, was mit Dad geschehen ist. Wäre ich kampfbereit gewesen, wäre ich zum Widerstand gegangen, wäre das alles nicht passiert! Hask hat gesagt, die Erste Ordnung hat das alles lange geplant. Nichts davon ist deine Schuld. Und es ist nicht zu spät, um einzugreifen. Der Widerstand braucht wirklich jede Hilfe. Wenn wir wüssten, wie mächtig die Erste Ordnung wirklich ist... Dann hat der Widerstand vielleicht eine Chance. Okay. Okay. Wir müssen trotzdem darauf. Hey, Shriff. Hast du eine dumme Idee? Willkommen im Widerstand.